Ja, hallo Lea. Zwei Glückwünsche. Einmal 100. Bundesligaspiel in Buxtehude, das ist ja schon mal eine richtige Nummer. Und dann am Ende in einem Spiel, was wirklich schwer begonnen hat, noch einen Punkt geholt. Wie ist so deine Gefühlswelt jetzt nach dem Spiel? Also ehrlich gesagt bin ich gerade einfach richtig kaputt. Ich freue mich natürlich einfach darüber, dass wir diesen Punkt noch geholt haben. Ich glaube, über die erste Halbzeit braucht man nicht reden, aber ich finde es einfach bärenstark, was wir da in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben und dass man einfach immer den Kopf oben behalten hat und die ganze Mannschaft daran geglaubt hat, dass wir hier am Ende noch irgendwie einen Punkt holen oder sogar gewinnen. Das war einfach ein überragendes Gefühl heute. Also 100 Bundesligaspiele, das heißt, du gehörst ja jetzt wirklich zu den erfahrenen Kräften in dieser Mannschaft. Kannst du dich, da waren ja schon 99 Spiele vor, kannst du dich an ein vergleichbares Spiel erinnern? Nee, ich glaube nicht. Also diese Emotion und dieses Herzrasen, was ich heute im Spiel auch am Ende hatte und diese Aufholjagd hatte ich nicht. Es waren schon einige dabei, wo es sehr knapp war, aber das, was heute passiert ist, das habe ich noch nicht erlebt. Und was nimmt man mit aus der ersten Halbzeit und aus der zweiten Halbzeit? Also ich würde ganz klar sagen, dass wir einfach permanent an uns glauben sollen, egal mit wie vielen Toren wir zurückstehen, dass wir einfach jedes Spiel im Endeffekt drehen können und wir am Ende auch ja, die Qualität haben, am Ende die Punkte zu holen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns als Mannschaft. Und ja, ich freue mich ganz doll darüber. Okay, dann lassen wir das mal so stehen und wünschen dir noch einen schönen Tag an deinem 100. Bundesligaspiel und einer sehr denkwürdigen Partie hier in der Halle Nord.